Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Immortals Phoenix Rising. Ja, zu meinem eigenen Entsetzen habe ich mir tatsächlich die Lyra aufgeschrieben. Und das heißt, wenn ich jetzt die große Lyra, wenn ich die große Lyra jetzt finden würde, oder beziehungsweise ich habe sie ja aufgedeckt, dann könnte ich natürlich dorthin reisen und das Rätsel mal lösen. Das dazu. Allerdings ist es halt so, da hier alles noch vernebelt ist und so, nervt natürlich. Des Weiteren ist es auch so, das wollte ich gerade noch sagen, nee, was wollte ich eigentlich machen? Und zwar, dass wir immer noch hier zu der Ares-Statue müssen. Da müssen wir hoch, ganz einfach. Dass hier mal alles aufgedeckt wird, dann nervt das nicht so rum. Und kriegen wir sogar eine Belohnung, echt? Begib dich so schnell, es geht von der Statue des Ares zum... Achso, nee. Wir wollen eigentlich nur zur Statue des Ares. Ja, aber die wird ja da sein. Irgendwie so werden wir es machen. Keine Ahnung. Wir werden jetzt mal hinreisen. Ah, und da hinten ist auch die große Lyra. Gut, wenn wir vorbeireisen, dann können wir es natürlich gerade machen. Da spricht jetzt nichts dagegen. Aber ich habe gedacht, da wollte ich jetzt mit Schnellreisefunktion hin und das ging nicht so gut. Keine Ahnung. Aber die ist ja direkt hier. Also machen wir es dann doch. Zu meinem eigenen Entsetzen habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, wie man jetzt die Lyra, oder wie die Lyra war. Und sie war auch so, wie ich sie beim letzten Mal dann genannt habe. Und zwar 244312, glaube ich. Ja. Dann machen wir das doch mal. Du Stärkster der Starken, du kräftiger Arm, trägst die Schilde. Höre mich, Herr der Gerechten, und scheine herab auf mein Leben. Schenk mir die Kraft des Krieges. Kräftiger Arm, kräftiges Mundwerk. Du hättest mal versuchen sollen, ihn als Kind zu bändigen. Och nee, oder? Mein Sohn ist ein Huhn. Das passt ja. Er war vom ersten Tag an eine einzige Enttäuschung. Säuglinge, richtige Schmarotzer. Das ist jetzt die Frage, warum funktioniert das gerade nicht? Also ich habe mir notiert 244312. Oder habe ich mir vielleicht falsch rum notiert? Das könnte sein. Na, vielleicht habe ich es von der falschen Seite gesehen. Keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht. Probieren wir es mal. Ich kann es euch nicht sagen. Also nochmal. Komm. Nein. Ja, alles klar. Weiß nicht, ob das jetzt noch zählt. Ganz merkwürdig irgendwie. Aber das Rätsel war doch so. Keine Ahnung. Das muss ich mal wieder angucken. Vielleicht habe ich mir da was falsch notiert oder sowas. 244312. Das kann doch nicht sein. Was jetzt? Was waren? Hier. Ah, hier sieht man dann auch, wie viele dieser Rätsel man lösen könnte. Also 4 gibt es hier. Ich probiere es noch einmal. Habe ich mir das falsch notiert? Das gibt's doch gar nicht. 2, 4, 4, 3, 1, 2. Merkwürdig. Keine Ahnung. Ist jetzt egal. Das ist zum Kotzen. Echt jetzt. Egal. Auf zur Ares-Statue. Und da unten ist Ambrosia. Oder? Ist das Ambrosia? Nee, dieses epische Zeug da. Episches oder lilanes Adamant. Das ärgert mich jetzt tatsächlich. Nervt gerade. Das kann doch nicht sein, dass ich mir das falsch notiert habe. So, ein bisschen von dem Kram. Das ärgert mich gerade echt kaputt. Oh, das war Glück. Das hätte können jetzt massiven Sturzschaden bedeuten, aber egal. So, auf hier hoch jetzt. Diese Nebenquest davon wegen, du musst so schnell da sein, bla, und du kriegst da irgendwas. Ja gut, man könnte mal gucken, was, wo muss ich die auslösen, muss ich mal gerade gucken, hier. Begib dich so schnell es geht von der Statue des Ares zur Schildträgerfeste. Ja gut, wenn ich oben bin, dann wird er mir das ja vorschlagen, schätze ich mal. Und dann können wir das auch gerne machen, aber zuerst, oder können es versuchen. Und vielleicht mit Ausdauertrank dann dorthin fliegen oder so, könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie so ein Lösungsansatz ist. Und dann kriegen wir auch wieder... Da ganz nettes Zeug entdeckt.
Gott des Krieges. Wahnsinn. Sorry, Schweinchen. Da ist die Statue groß, ey. Da ist der C. Ja, irgendwelche Schweinchen, die man da noch umboxen kann, bevor sie unsere Hühner rupfen. Alter, ich kann es euch gar nicht sagen, wie mich das gerade stresst mit dieser blöden Lyra. Komme ich ja gerade gar nicht drauf klar. Was ist dann? Kletter hoch, Mann. Ja, nee. Wo gehen wir dann bestmöglich hoch? Am Bein hier, oder? Das ist gar nicht so schlecht über den Rücken hier. Ich denke, das könnte ganz gut funktionieren. Vorne wäre auch ganz gut gegangen, übers Knie und so. Hier können wir die Warte nutzen, sozusagen. Phoenix ließ die Füße des Kriegsgottes hinter sich, die so viele Gegner zu Staub zermahlen hatten. Geil, wie das noch kommentiert wird. Lass dich mal fallen. Genau, ruh dich mal kurz aus. War der Weg wirklich so richtig? Ich weiß es nicht. Ja, aber den Arm könnten wir auch hoch oder halt hier an der Seite irgendwie. Ich glaube, jetzt wird's eng. Ich glaube, ich hab's schon verkackt. Egal, ich gehe jetzt mit Ausdauertrank hoch und wenn ich hier alles verballern muss, mal wieder. So, hier, Ausdauertrank rein. Oh mein Gott. Ich bin echt ein Kletterass, oder? Aber es ist eine coole Perspektive. Die Statue zeugten von Ares herausragender Stärke und seinem muskulösen Körperbau. Nichts im Vergleich zu mir in jungen Jahren. Musste ich überhaupt auf den Kopf oder musste ich aufs Schwert? Werden wir auch noch sehen. Ich denke mal hier oben auf den Kopf, oder? Der Kriegshelm. Da ist es. Sehr schön. Ich glaube, da müssen wir hin, oder? Hier oben hin. Ja. Oh, Ausdauer. Oh, 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 das war knapp. Hoi, hoi, hoi. Was war das jetzt? Heißt das die Quest jetzt, glaube ich, die ausgelöst wurde? Keine Ahnung. Die Höhle des Krieges. Heimstätte von Ares beeindruckender Festung. Von Skelettbergen gefallener Kreaturen. Und von bodenlosen Schluchten, die ins Nichts führen. Einladend. Einladend. Das ist doch mal nice. Oh, Alter, was geht denn hier ab? Was ist das hier? Achso, dort sollen wir jetzt so schnell wie möglich hin. Dort könnten wir ja hinfliegen. Okay, weiß nicht, wann das startet, wie das startet. Keine Ahnung, werden wir noch sehen. So, jetzt könnten wir uns hier mal ganz gemütlich umsehen. Ah, da sehen wir auch die erste Insel von hier aus. Ist ja mal krass. Ja, Weitblick ist hier massiv am Start. Also schalten wir mal ganz kurz noch ein paar Dinge frei. Hallo, hallo, freischalten. Oh, ey, Alter. Jetzt aber, Ambrosia. Ja, da hat man halt ganz wenig Spiel nur, wo der das dann erkennt, wo das ist. Oder man müsste sich halt mal ordentlich anstellen. Oder sie haben das weggepatcht, dass man das eben nicht mehr so machen kann. Einfach über die Map drüber fetzen und RT gedrückt, also immer wieder drücken. Aber es funktioniert dafür doch noch zu häufig. So. Ja, so ein paar Kleinigkeiten haben wir hier entdeckt. Das ist ja soweit so ganz nice. Ah, da wäre auch noch was. Da irgendwo und überall. Ambrosia und da oben auch noch. Da hinter dem Berg wahrscheinlich ist eine Truhe. Wunderbar. Ja, damit belassen wir es jetzt mal, würde ich sagen. Ich gucke noch ganz kurz hier so drüber. Schlalalalalala. Da war noch was. Okay, alles klar. So. Jetzt ist die Frage dieser Herausforderung, die wir da haben. Da müssen wir da hin. Nur wie begib dich so schnell es geht von der Statue des Ares zur... Ja, bla. Wann startet das? Wenn ich jetzt losspringe? Probieren wir es mal. Hier, mit unserem Superflug, Superduperflug, Ausdauer reinballern. Müsste ja gehen, oder? Ausdauer reinballern, okay. Schneller geht's doch nicht. Wie soll es noch schneller gehen? Alter, Alter. Dann gleich einfach runterbrettern mit unserem Sturzfluch und das war's. So, Ausdauer tickt runter. Ich denke, noch einmal brauchen wir Ausdauer.
Hier, hast du noch einmal Ausdauer, mein Freund Phoenix. Da unten ist noch ein bisschen Party-Alarm vor den Toren. So, vielleicht kriegen wir es jetzt abgeschlossen. Wäre natürlich auf jeden Fall mal ganz nice. So, runter mit dir. Hui. Sehr geil. Das war's, oder? Kehre zur Halle der Götter zurück. Und warum ist hier alles so rot? Was geht denn ab? Und warum regeneriert der seine Ausdauer überhaupt nicht? Und was ist mit euch hier? Fragen über Fragen, ey. Ja, die hauen wir natürlich weg, wenn sie gerade hier so rumchillen und überhaupt nicht aufpassen, was abgeht. Ja, wir hauen einfach mal in die Menge rein mit unserer geilen Axt. Alter, ist das so locker, ey. Ich liebe es. Hui. Alles zerstören. Axtboy. Bam. Jawohl. Da fühlt man sich schon ein bisschen mächtig. Ist schon ganz lustig gemacht. Aber es ist so übertrieben stark mit der Axt. Aber es ist einfach auch geil. Ich feiere das, muss ich wirklich sagen. Und tschüss. Meine Freunde hat ein bisschen Erfahrungspunkte gegeben. Wie gesagt, Blitze könnten wir jetzt nochmal freischalten in der Halle der Götter. Da oben chillt irgendwas. Ist das eine Truhe? Nee. Aber alles hier voller Kriegsmerkmalen, so will ich es mal nennen. Richtig cool gemacht. Ja, jetzt könnten wir hier neue Dinge freischalten. Anscheinend kommen wir da noch nicht rein. Aber können halt schon Dinge entdecken. Deswegen ja, mehrere Truhen nebeneinander. Auch nochmal was. Ambrosia und was weiß ich nicht alles. Ja. So, sehr nice. Haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen leichten Fortschritt erzielt. Weil, wie gesagt, dadurch kriegen wir wieder Blitze. Oder halt neue Transmogs, wenn ich das dann wollte. Oder neues Reittier. Oder was auch immer, wenn ich mal drauf sparen würde halt. Aber am Anfang gehen wir da ganz klar Richtung Blitze, sag ich mal. Das kann nicht schaden. Hallo? Find ich diese blöde Truhe da noch? Da ist sie doch. Hallo? Hallo, entdeckst du doch bitte. Was ist denn das? Das gibt's so nicht. So, egal. Dann gehen wir mal weiter. Oh, da oben hat was geglitzert. Da hat was eindeutig geglitzert. Phoenix kam an der großen Festung des Ares vorbei. Ein furchteinflößender Anblick. Nicht so eindrucksvoll, wenn man weiß, dass sie einem Huhn gehört. Das stimmt allerdings. Da hat er nicht ganz unrecht, muss ich sagen. Das ist so bekloppt. Es ist sowas von bekloppt. Hallo. Jetzt hält er sich... Ja, jetzt hält er sich fest. Das ist natürlich ein bisschen spät. Ja, oder ich könnte... Nee, rein komme ich dann... Vielleicht hätte ich müssen wirklich nur drüber klettern oder sowas. Keine Ahnung. Möglicherweise hat er die Ausdauerregeneration deswegen am Start gehabt, weil ich halt gerade da gelandet bin und keine Ausdauer mehr hatte. Das kann auch sein. Ja, wieder ein bisschen Kramisches gefunden. Da unten ist irgendein Feuerpferd, Reittier-Dingens, oder? Sah das nicht gerade so aus? Hallo, was mach ich denn da? Wahnsinn, oder? Nee, ist ein normales Pferd, also irgendein normales Pferd. Das werden wir uns auf jeden Fall holen mit unserer Spezialfähigkeit hier. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz nice. Die hauen schon ab. Ich weiß nicht, vielleicht kennen wir das Pferd auch schon in dem Sinne, aber ich glaube es nicht. Sieht nicht so aus. Hallo? Doch. Okay, also ein normales Pferdchen. So weit, so doof. So, die Lyra haben wir immer noch am Start. Ja, die haben, wie gesagt, konnte ich ja nicht machen, warum auch immer. So, und jetzt bräuchte ich mal ein Ziel, ein sinnvolles. So, wir könnten uns natürlich einfach mal ein Gewölbe angucken. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. Einfach mal ein Gewölbe mal wieder zocken. Dass wir da was abgeschlossen bekommen. Vielleicht ist das ja was und bringt uns was. Stimmt, da hätten wir auch wieder einen Blitz, der uns eventuell weiterhilft. Und ja, vielleicht ist es so ein Kampfteil, also Kampfgebiet hier mal. Das wäre auch mal nicht schlecht. Und wir müssen auch mal die Gewölbe ab und an abschließen, bevor ich jetzt weiter hier in der Welt mich umschaue. Was natürlich auch funny ist ohne Ende, aber ja. Warum glitzert es da hinten ohne Ende? Was soll das? Seht ihr das da hinten? Die vielen so... Achso, nee, Quatsch, das ist nur so Luft. Und da auf dem Kopf ist auch wieder was. Was war... Oh Gott. Was wir uns holen könnten. Richtig nice auf jeden Fall.
Alter, haben wir schon 16 Minuten auf der Uhr? Was habe ich denn gemacht? Hä? Ich habe gerade alles vergessen, was wir gemacht haben. Gut, wir sind da hochgeklettert. Ja, okay. Da ist ein Minotaurus. Kann ich jetzt in die Arena da, also in das Gebiet da bei ihm rein? Ja oder nein? Da wäre auch wieder was zu... Also dort könnte man einiges entdecken. Einiges an Kram. Gewölbe nochmal. Ein paar Feinde. Na, egal, die lasse ich jetzt mal, auch wenn sie mir natürlich Erfahrungspunkte geben würden. Das Gewölbe will ich mal eigentlich angucken. Und das Gewölbe wäre genau wo? Ist das jetzt hier drin oder wo? Hallo, lass dich bitte fallen. Was ist hier drin los? Sind wir hier im Gewölbebereich? Irgendwas ist mit dem Stein, den man rollen muss, hier drauf anscheinend. Okay, was für ein Stein denn? Und was kriegen wir dafür? Nix. Hm? Was ist denn hier drin los? Muss ich das verstehen? Kleine Lyra entdeckt. Truhe und... Oh Gott, was entdecke ich denn da gerade? Es wird wohl nicht hier drin sein. Also wir brauchen einen Felsen. Woher man auch immer einen rollbaren Felsen bekommt. Von hier unten oder was? Wenn ich dann gemütlich hier hochrolle, das wird wohl nix. Da hätten wir noch das gelbe Zeug. Felsen. Übersehe ich gerade einen Felsen? Hm. Irgendwie stelle ich mich gerade ziemlich dämlich an und komme irgendwie gerade gar nicht klar. Könnte überall in Felsen rumliegen, aber wir sollen irgendwas da drauf schieben. Aber da könnte man es auch mal wieder probieren mit meinem Abbild, ob das reichen würde, ob er das als Felsen gelten lässt, sozusagen vom Gewicht her und so. Das wäre mal interessant zu sehen. Hm, war sogar vielleicht richtig, hier hochzuklettern. Guten Tag, hier sind wir. Jetzt bin ich hier drin und das bringt mir was. Ah, jetzt kann ich hier die Wand aufschlagen. Das war tatsächlich anscheinend richtig. Und jetzt bin ich hier. Klasse. Hä? Hä? Was soll das? Was wollen die hier von mir? Klar, was bringt mir das, dass die Tür hier später offen ist? Wenn ich den Felsen auf die andere Seite rolle. Es muss ja irgendwas zu bedeuten haben. Nee, nein, nein, wollte ich nicht. Nein, wie ging das nochmal? So, nein, auch nicht. So, glaube ich. Das bringt nichts. Gehen wir mal auf die andere Seite. Was will das Spiel von mir? Es ist wilden Felsen hier drauf haben. Ziemlich sicher, ne? Aber wo kriege ich einen rollbaren Felsen her und was mache ich hier überhaupt? Für ein Rätsel, wo ich nicht mal genau weiß, was abgeht. Oh. Ah, und das ist das Gewölbe, wo wir eigentlich hin wollten. Okay, komm, da gehen wir da hin. Das ist mir jetzt zu blöd mit dem anderen Rätsel da. Guten Tag auch. Alter, ganz locker bleiben, Hund. Hund des Chaos oder was auch immer du da bist. Alter, jo, ich weiß, ich brenne. Jo, genau. Schön ausgewichen. Und das können die natürlich jetzt gar nicht gut vertragen. Hier mit dem Betäubungsschaden, den ich einfach nur so reinballere jetzt. Das ist natürlich relativ heftig jetzt. Ganz klar. Da hauen wir natürlich alles zu Brei jetzt. Die Schildträger nerven natürlich ein bisschen. Aber dafür gibt es ja auch noch ein Vögelchen. Das wir natürlich auch mal einsetzen müssen. Was ist denn mit dem? Immer noch sein Schild da am Start. Ja, ja, ich weiß, ihr ballert auf mich, ich merk's. Das nervt. Das ist das Einzige, was nervt, dass die immer so nach hinten geschleudert werden. Ne? Jetzt aber. So, Heilung über Combo wäre auch mal nicht schlecht. Könnte man auch gebrauchen. Gibt es bestimmt auch noch einen Erfolg, wenn man irgendeinen Combo-Zähler erreicht, den ich irgendwie nie erreiche, weil ich irgendeinen Quatsch mache. Ach Gott, was mache ich dann? So, tschüss. Kann ich eigentlich hierhin wieder schnell reisen? Hm. Oder einfach hier reinschampen. Und hier hinten dran wäre es Ambrosia.
Nee, da würde ich sagen, jumpen wir hier rein, aber das machen wir im nächsten Part. Dann gucken wir uns das Gewölbe hier an, dann gehen wir auch wieder zur Halle der Götter zurück, leveln uns da auf, eventuell machen wir das Rätsel hier auch noch, was auch immer hier los war. Keine Ahnung, wir werden alles uns mal angucken. Ja, wird auf jeden Fall spannend weitergehen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht und ja, wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, haut rein, ciao.